Es ist der größte Steuerraub Deutschlands. Diese Geschäfte heißen Cum-Ex. Für jeden, der ehrlich seine Steuern zahlt, ist Cum-Ex natürlich ein Schlag ins Gesicht. Das ist industriell betriebene Steuerhinterziehung. Ein Beispiel für organisierte Finanzkriminalität. Leute, die sowieso schon an der Spitze der Einkommenspyramide stehen, ziehen hier nochmal mit kriminellen Tricks uns das Geld zusätzlich aus der Tasche. Banker, Berater und Aktienhändler sollen Milliarden Steuergeld gestohlen haben. Ein Betrug an all denen, die Steuern zahlen. Das war den Tätern völlig egal, dass sie dieser Gesellschaft schaden. Die fühlen sich halt über allen drüber stehend, auch über dem Gesetz. Es ist ein Raub, bei dem Reiche immer reicher werden und sich Gesetze zurechtbiegen. Politik und Behörden sahen tatenlos zu, jahrzehntelang. Es gab eine Vernetzung der Akteure bis in die Politik. Eine Doppelrolle wie aus dem besten Agentenfilm. Das ist ein Merkmal, was organisierte Kriminalität auszeichnet. Jetzt jagt eine Staatsanwältin die Cum-Ex-Mafia. Sie ermittelt gegen mächtige Manager, Banker, Top-Anwälte. Und sie stößt auf eine unheilvolle Nähe zwischen Finanzbranche, Staat und Politik. Reporter von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung blicken hinter die Kulissen der Aufklärung im größten Finanzskandal Deutschlands. Wie kam die Staatsanwältin den Cum-Ex-Akteuren auf die Schliche? Was passierte hinter den Fassaden der Finanzindustrie? Was in den Amtsstuben der Behörden? Und kann die Staatsanwältin Gerechtigkeit schaffen? In der Staatsanwaltschaft Köln hat sich Besuch angekündigt. Mitarbeiter der obersten Steuerbehörde wollen Staatsanwältin Anne Brohr-Hilker über einen Verdacht informieren. Eine Clique von Bankern, Anwälten und Aktienhändlern soll immense Summen aus der Staatskasse gestohlen haben. Ein Steuerraub mithilfe einer nahezu undurchschaubaren Masche. Man nennt sie Cum-Ex. Allein in diesem einzigen Fall gehe es schon um 460 Millionen Euro. Brohr-Hilker ist elektrisiert. Ich fand, die Schadenshöhe ist enorm und wenn man das jetzt mal hochrechnet, da wird einem schwindelig. Und überhaupt die ganzen Dimensionen in diesem Fall war enorm. Brohr-Hilker sucht Unterstützung. Mit Fahndern aus dem Landeskriminalamt gründet sie eine gemeinsame Ermittlungsgruppe. Es war erkennbar, dass internationale Bezüge vorhanden waren, dass wir also nicht nur in Deutschland ermitteln. Und es war erkennbar, dass wir um die 30 Personen hatten, die mehr oder weniger in den Beschuldigtenstatus gerutscht sind. Dann haben wir überlegt, ja, was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, ja, was sollen wir machen? Wir müssen durchsuchen. Wie sollen wir sonst dahinter kommen? Also ist ja alles im Ausland. Brohr-Hilker und ihre Kollegen suchen in den Akten nach Orten, an denen sich Durchsuchungen lohnen würden. Das Team entscheidet. Es soll eine weltweite Razzia geben. Man will genau wissen, was hinter den Fassaden von Banken und Kanzleien geschah. Nach außen sieht das immer alle blitzeblank aus. Wir müssen hinter die Kulissen gucken. Und hinter die Kulissen gucken kann man am besten über private Notizen oder E-Mail-Kommunikation. Brohr-Hilker und ihr Team planen ein Jahr. Denn Ermittler auf der ganzen Welt sollen die Razzia unterstützen. Dann ist es soweit. Ich kam da morgens hin in einen Raum. Nur normalerweise sitzt man in der Einsatzzentrale mit 5 Leuten und hier saß man mit 100. Ich hatte schon auch andere große Verfahren vorher, aber der Aufschlag jetzt, der war schon enorm. In 14 Ländern warten die Beamten auf das Startsignal aus Düsseldorf. Damit die mutmaßlichen Cum-Ex-Akteure sich nicht gegenseitig warnen können, soll der Einsatz zeitgleich erfolgen. Weltweit, in 130 Gebäuden. Wir hatten eine riesen Anzeigetafel im LKA und haben jedes Land abgebildet mit 3 Farben. Die stehen also vor der Wohnung, die sind drinnen in der Wohnung und die Durchsuchung ist abgeschlossen. Sodass man also zeitgleich in allen Ländern den Fortschritt der Durchsuchungsmaßnahmen eben sehen konnte. Dann springen einige der Ampellichter des Bildschirms von Rot auf Gelb. Es geht los.
Die Polizisten vor Ort betreten die ersten Zielobjekte. Funksprüche gehen ein, Anweisungen gehen raus. Hunderte Ermittler verschaffen sich Zutritt. Einer der Durchsuchungsorte liegt im Frankfurter Osthafen. Hier hat eine der verdächtigen Kanzleien ihre Unterlagen archiviert. Doch man weigert sich, die Akten herauszugeben. Dann haben wir gesagt, okay, wenn das Archiv eben nicht kooperiert, dann müssen wir eben eine Hundertschaft besorgen, die damit Leitern dann eben das Archiv durchsuchen. Allein die Drohung wirkt. Plötzlich geht alles ganz schnell. Noch am gleichen Abend rollt ein LKW beim Landeskriminalamt in Düsseldorf vor und liefert 11 Paletten mit Akten. Es sind Kartons voll mit Unterlagen aus der Kanzlei von Hanno Berger, einem der renommiertesten Steueranwälte der Republik. Als wir losgelegt hatten, stellte sich eben schnell raus, wie präsent Dr. Berger im deutschen Markt war und wie viele Projekte er eben auch beraten hat und initiiert hat. Hanno Berger bestreitet vehement, kriminell gehandelt zu haben. Er hatte sich bereits 2012 in die Schweiz abgesetzt, als die Frankfurter Staatsanwaltschaft ihn wegen Cum-Ex ins Visier nahm. Heute will er keine Interviews mehr geben. Aber 2015 hat ihn ein Reporter des WDR besucht. Zu seinen damaligen Aussagen stehe er, so Berger auf Nachfrage, bis heute. Die Ermittlungen gegen ihn hält er für einen großen Skandal. Ich war natürlich zunächst mal überrascht, das ist keine Frage. Ja, ich war sehr überrascht natürlich auch, weil, wie gesagt, alle auch in unserer Sozietät der Meinung waren, wir haben völlig legal gehandelt. Bergers Einschätzung hat damals Gewicht in der Branche. In Sachen Steuern gilt er als Koryphäe. Er war einst selbst auf Seiten des Staates, als gefürchteter Bankenprüfer in Frankfurt. Dann wechselt er die Seiten. Auch als Steuerberater gilt er als einer der Besten. Sein Ruf? Für seine Klientel Schlupflöcher in Steuergesetzen finden und ausloten, was geht. Wir hatten die Auffassung, dass man gerade im Steuerrecht die Dinge tun kann, die gesetzlich erlaubt sind, die nicht außer verboten sind. Jahrelang setzen Berger und seine Kollegen Cum-Ex-Fonds auf, gewinnen Banken und reiche Investoren für die Geschäfte und liefern gleich die Steuergutachten mit, dass alles rechtens sei. Es gab eben keine dezidierte, anderslautende, veröffentlichte Meinung irgendwo, die sagte, nein, diese Cum-Ex-Geschäfte sind unzulässig. Tatsächlich hatte der Gesetzgeber jahrzehntelang versucht, Cum-Ex zu stoppen. Erfolglos. Die Branche und auch Hanno Berger berufen sich auf vermeintliche Gesetzeslücken. Und da der Gesetzgeber die nicht geschlossen habe, seien die Geschäfte legal. Kann das sein? Sind Hanno Berger und all die anderen Cum-Ex-Akteure nur ein Opfer der Strafverfolger, wie sie behaupten? Als Brohilker die Ermittlungen übernimmt, gibt es tatsächlich noch kein einziges Urteil, das die Geschäfte strafrechtlich für illegal erklärt hat. Berger dagegen kann sich auf Fachaufsätze namhafter Professoren berufen. Und es gibt viele Gutachten von ihm und angesehenen Wirtschaftskanzleien. Wir haben sich natürlich Argumentationsmuster zurechtgelegt. Wir haben sich einzelne Passagen aus bestimmten Gerichtsurteilen rausgezogen, die aus dem Kontext gezogen und haben darauf ihre ganze Theorie aufgebaut. Schlupflöcher, die das Gesetz lässt, weil der Gesetzgeber nicht sauber genug gearbeitet hat, die dürfen auch ausgenutzt werden. Aber auf der anderen Seite muss ich mich immer fragen, ist dieses Ausnutzen denn auch legal? Aus Sicht der Strafverfolger ist Cum-Ex einfach ein Milliardenbetrug, der so funktioniert. Einmal im Jahr schütten Aktienkonzerne einen Teil ihrer Gewinne an ihre Aktionäre aus. Sogenannte Dividenden. Lange galt, die Bank des Konzerns führt die Steuern darauf an das Finanzamt ab. Der Aktionär erhält von seiner eigenen Bank eine Bescheinigung darüber, dass die Steuern gezahlt wurden. Diese Bescheinigung ist bares Geld wert. Der Aktionär kann sie später beim Finanzamt einreichen und so Geld zurückbekommen. Um diese Bescheinigung geht es. Bei illegalen Cum-Ex-Geschäften machen die Akteure rund um den Tag, an dem die Dividende ausgeschüttet wird, einen speziellen Aktienhandel. Sie täuschen damit vor, dass nun ein weiterer Händler die Aktie besitzt. Ein Fake.
Nun erhalten sowohl der Fake-Besitzer als auch der echte Besitzer von ihren Banken eine Steuerbescheinigung. Beide reichen sie beim Finanzamt ein. Und beide bekommen vom Finanzamt Geld zurück, obwohl zuvor nur einer Steuern bezahlt hatte. Darauf bauen die Täter. Der Gewinn wird geteilt. Und weil sie diese Masche millionenfach umgesetzt haben, sind Milliardensummen aus der Staatskasse an Banker und Aktienhändler geflossen. Das fand ich auch so eingängig, dass ich auch da keine Sekunde überlegt habe, ob das legitim sein könnte. Das liegt auf der Hand, dass das nicht sein kann. Mit ihrer Einschätzung bringt Brohilker die gesamte Branche gegen sich auf. Doch sie weiß, in Wahrheit liegen die Nerven der Beschuldigten blank. Die Staatsanwältin hatte Telefone abhören lassen. Auch das von Hanno Berger. Die Ermittler protokollieren Bergers Wut über die Arbeit der Staatsanwaltschaft. Es werde ein Vernichtungsfeldzug gegen ihn geführt. Er wolle sich zur Wehr setzen und eine Anwaltsfront bilden. Als es um die Razzia geht, flucht Berger. Die Durchsuchungen seien eine schöne Scheiße. Er habe sich nicht vorstellen können, dass die Ermittler sogar in Luxemburg auftauchen. Er habe doch gesagt, der Laden müsse geschlossen werden. Wir haben gerade in Luxemburg festgestellt, dass dort die Geldverteilungsstelle der Kanzlei Berger war. Also das war eigentlich die Stelle in Luxemburg gelagert, wo die Gelder, die sie nach unserer Auffassung illegal vereinnahmt hatten, dann auch verteilt haben. Auf sich und auf einen Kreis von anderen Beteiligten. Hanno Berger bestreitet das. In Luxemburg sei es um die Vermittlung von Kunden an Banken gegangen. Und Berger ist bei weitem nicht der einzige Verdächtige. Brohilker und ihr Team fräsen sich immer tiefer durch die Akten aus der weltweiten Razzia. Die Zeit drängt, es drohen Verjährungen. Immer stärker entsteht vor den Augen der Ermittler das Bild eines riesigen Netzwerks mit tausenden Beteiligten aus der gesamten Finanzbranche. Nach den Durchsuchungen wird schon deutlicher, welche Geldinstitute sich aktiv an diesem System beteiligt haben, welche Rolle sie im Cum-Ex-Geschäft gespielt haben, wer sie initiiert hat, wer dafür geworben hat, wer sie angeschoben hat. Jeder Fall ist hoch arbeitsteilig. Da sind jeweils 50 bis 100 Personen verstrickt in jeden Einzelfall. Wenn die Arbeit auf viele Schultern verteilt ist, ist natürlich naheliegend, dass der eine sagt, ich weiß nicht, was der andere gemacht hat. Das ist eigentlich erwartbar, ne? Das heißt, wir müssen das natürlich nachweisen, dass die eben zusammen gehandelt haben. Also Thema Absprache. Der Staatsanwältin wird immer klarer. Allein die sichergestellten Akten werden nicht ausreichen, um die Akteure zu überführen. Sie braucht auch Beschuldigte, die die Seiten wechseln und auspacken. Kronzeugen. Unbedingt. Und Hanno Berger in der Schweiz? Was, wenn ausgerechnet jemand aus seiner Kanzlei ein solcher Kandidat sein könnte? In einer SMS, die WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt, wendet sich Berger an einen seiner Partner. Ich habe mir die uns jüngst von der Staatsanwaltschaft Köln zur Einsicht überlassenen Akten angesehen. Wenn nicht drastische Maßnahmen ergriffen werden, haben wir nicht die geringste Chance, aus der Sache heil herauszukommen. Das Verfahren ist einmalig und hochpolitisch. Es hilft nur das gemeinsam geführte scharfe Schwert. Viele Grüße, Hanno. Kann Berger die Reihen geschlossen halten? Monate später die spektakuläre Wende. Ausgerechnet Bergers wichtigster Partner aus der inzwischen insolventen Kanzlei meldet sich bei der Kölner Staatsanwaltschaft. Er erzählt, was die Staatsanwältin so bis dahin nicht beweisen konnte. Für die Geschäfte habe es tatsächlich Absprachen unter den Beteiligten gegeben. Ihnen sei klar gewesen, dass man ins Steuersäckel gelangt habe. Niemand habe ein Problem damit gehabt, dass weniger Steuereinnahmen auch weniger Kindergärten bedeuten. Da passe die einfache Formel: Gier frisst Hirn. Was ich schon markant fand, und das hat er eben auch sehr eindrücklich geschildert, ist diese Arroganz, die sich da
entwickelt hat. Dass man dann eben aus dem 11. Stockwerk sich erhaben fühlte und auf die anderen Leute unten herabblickte, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich eben auch so fühlte, ich stehe da oben drüber und ich habe mit denen da unten nichts zu tun. Ja, die können sich da abmühen und Steuern zahlen, meinetwegen, die braven Beamten hier, ne? Aber wir sind, spielen in einer anderen Liga. Brohrhilker gräbt immer tiefer und erfährt immer mehr über das System Cum-Ex. Bergers Partner erzählt, Professoren hätten über Cum-Ex immer wieder Aufsätze gegen Bezahlung verfasst. Und es habe auch Geld für Leute gegeben, die gute Kontakte ins Bundesfinanzministerium hatten. Berger sagt, seine Informanten hätten auf keiner Gehaltsliste gestanden. Er habe ihnen lediglich kleinere Aufmerksamkeiten zukommen lassen, um die Beziehung zu festigen. Brohrhilker ist alarmiert. Hat die Branche mit einem ganzen Netzwerk Einfluss genommen? Auf die Parlamente, auf die Justiz, auf Universitäten, auf die öffentliche Meinung und auf den Gesetzgeber? Die waren schon gut vernetzt. Und das ist ein Merkmal, was organisierte Kriminalität auszeichnet. Und das ist nicht unbedingt immer sichtbar. Und das macht es eben auch so gefährlich, die Unterwanderung. Brohrhilkers Verdacht wird immer größer, dass die vermeintlichen Lücken womöglich nicht zufällig in die Cum-Ex-Gesetze gekommen sind. Rückblick. ...2002 erreicht das Bundesfinanzministerium eine Warnung des Bundesverbandes Deutscher Banken. Bei bestimmten Geschäften würde der Staat mehr Steuern zurückerstatten, als er vorher eingenommen habe. Für diesen Sonderfall wäre eine steuergesetzliche Regelung erforderlich. Tatsächlich eine Warnung? Um Cum-Ex-Geschäfte zu unterbinden? Es ging nicht um einen Warnhinweis. Vorsicht, Staat, da passieren üble Geschäfte, ihr solltet da was tun. Sondern, dass man gesagt hat dem Bankenverband, wir haben ein Risiko, dass die Banken, die da mitmachen, am Ende haften müssen. Und dieses Risiko wollte man loswerden. Der Bankenverband bestreitet das. Und im Ministerium, so heißt es später, habe man dessen Schreiben gar nicht verstanden. Es bleibt zunächst liegen. Ab 2004 erhält das Ministerium dann endlich Unterstützung. Von einem Finanzrichter. Arnold Ramakas ist eine Instanz in Sachen Steuerrecht. Und ab jetzt der Experte für dieses neue Gesetz, das der Bankenverband empfohlen hatte. Die genauen Inhalte werden jetzt weiter beraten. Seltsam nur, die Branche ist offenbar stets bestens über jeden Schritt hier informiert. Auch die Kanzlei von Hanno Berger. Berger schreibt seinen Kanzleikollegen, zuverlässige Quellen hätten ihm bestätigt, der Gesetzesentwurf sei bis auf Weiteres verschoben. Und dann heißt es, wir haben damit Zeit gewonnen, um die endgültige Fassung des Gesetzes in unserem Sinne zu beeinflussen. Berger sagt heute, als einzelner Rechtsanwalt könne er die Gesetzgebung nicht beeinflussen. Im Ministerium arbeitet der Finanzrichter Arnold Ramakas fleißig an dem Gesetzesentwurf. Einen konkreten Vorschlag hatte der Bankenverband gleich mitgeschickt. Doch damit würden nur Cum-Ex-Geschäfte im Inland unterbunden. Über ausländische Banken wären sie weiterhin möglich. Eine gefährliche Lücke, argumentieren einige. Ramakas zerstreut die Bedenken. Er wird später sagen, er sei der Sicht der Banken gefolgt, weil er die Konsequenzen der Lücke unterschätzt habe. Und so kopiert er den Vorschlag des Bankenverbandes fast 1:1 in die Gesetzesbegründung. Samt Lücke für die Cum-Ex-Geschäfte übers Ausland. Herr Ramakas setzt die Bankensicht durch. Diese Position von Herrn Ramakas ist ganz entscheidend, nicht nur für diese Gesetzgebung, sondern auch noch über Jahre hinaus wird sie die falsche Sicht im Ministerium prägen. Das neue Gesetz ist gerade 5 Monate in Kraft. Da warnt ein Whistleblower das Finanzministerium. Das neue Gesetz werde übers Ausland massiv umgangen. Die Warnung bleibt ungehört. Ein milliardenschwerer Fehler. Die Akteure am Finanzmarkt konnten dieses Gesetz als Freifahrtschein interpretieren, weil sie das so interpretieren wollten. Und somit hat das Jahressteuergesetz 2007 das Gegenteil von dem erbracht, was es eigentlich sollte. Es hat dem Cum-Ex-Markt den Rücken gestärkt.
In der Sache war es aber kein Freifahrtschein, denn es war schon immer so, dass auf Dividenden Kapitalertragssteuer abgeführt werden musste und man nicht etwas erstattet bekommen konnte, was man nicht gezahlt hat. Doch von nun an explodieren die Cum-Ex-Geschäfte. Die Branche kann feiern. Auch Hanno Berger ist zufrieden. In einer E-Mail an seine Kunden schreibt er, er sehe für die geplanten Geschäfte keine steuerrechtlichen Probleme. Zehn Jahre später geht Brohilker genau diesen Fällen nach. Jedem Einzelnen. Die Staatsanwaltschaft Köln kommt für sich zu dem Schluss. Ein Schlupfloch gab es eigentlich nie. Wenn Diebstahl verboten ist, dann ist Diebstahl verboten. Man hat eine Industrie produziert, die damit beschäftigt ist, sozusagen auf Wortlautebene alles zu umgehen. Also dann sagt man, Diebstahl aus Handtaschen ist verboten. Dann sagen die, ja, da steht aber nicht Diebstahl aus roten Handtaschen. Dann sagt man, okay, aus roten auch. Dann sagen die, aber grün steht da nicht. Dann sagt man, aus rot und grün. Dann sagen die, aber blau steht da nicht. Also rot, grün und blau. Ne? Und dann ist es kariert. Bei den Ermittlungen stößt ihr Team auf eine immer gewaltiger florierende Industrie. Anwälte einer der größten Kanzleien der Welt. Hunderte Fonds und Banken, darunter die Big Player der internationalen Finanzbranche. Und auch Verantwortliche der beiden größten Banken der Republik. Sogar staatliche Landesbanken haben sich an deutschem Steuergeld bedient. Die beteiligten Banken kommentieren die laufenden Ermittlungen nicht. Alle versichern auf Anfrage, mit den Behörden zu kooperieren. Aber Brohilker hat da ihre eigenen Erlebnisse. In dieser Phase habe ich bei vielen Durchsuchungen erlebt, dass da ganz viele Anwälte sofort dahin beordert werden. Da waren wir dann nur vielleicht mit 5, 6 Mann und da hatten die locker 50, 60 Anwälte im Raum. Es war ein Riesenraum, da saß ein riesiges U von Anwälten und noch ein weiteres riesiges U von Anwälten stand einfach hinter jedem, stand nochmal ein Anwalt dahinter und ein weiteres U stand an der Wand, um uns einfach durch ihre schiere Präsenz so ein bisschen in Rückenlage zu bringen. Doch schließlich knicken erste Banken ein und fragen nach einem Deal. Einstellung der Ermittlungen gegen Geldbuße. Für Brohilker kommt das nicht in Frage. Das wollten natürlich dann die betroffenen Banken. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir bis zum Ende durchermitteln und vielleicht auch noch Leute anklagen. Aus Sicht der Banken ist das klar, dass sie da immer wieder versucht haben, das zu unterbrechen und das zu stoppen. Aber es gab ja jetzt keinen rationalen Anlass, das zu tun. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie einem Bankräuber sagen, also wenn du mir 80% der Beute zurückgibst, dann lasse ich es gut sein. Das untergräbt das Vertrauen in den Rechtsstaat. Denn dann habe ich wieder eine bestimmte Art von Kriminalität, die sich letztlich freikaufen kann. Wir sind nicht auf dem Basar, sondern es geht darum, ob sich jemand strafbar gemacht hat oder nicht. Denn hier ist so viel kriminelle Energie angewandt worden, dass es auch darum geht, diese kriminelle Energie zu bestrafen. Doch wird dem Staat das gelingen? Immer wieder hatte schließlich auch der Gesetzgeber dabei versagt, die Geschäfte zu unterbinden. Und immer wieder ließen sich die Behörden dabei ausgerechnet von der Branche beraten, die diese Geschäfte betrieben hat. Also der Bauer fragt den Fuchs. Rückblick. Im Steuerreferat des Finanzministeriums geht erneut die dringliche Warnung eines Whistleblowers ein. Ausländische Banken nehmen den deutschen Fiskus systematisch aus. Es könne ein potenzieller Schaden von bis zu 12 Milliarden Euro entstehen. 12 Milliarden Euro geraubtes Steuergeld? Jetzt erst schrillen die Alarmglocken. Das bisherige Gesetz? Wirkungslos. Eine neue Regelung muss her. Auch diesmal wendet man sich mit der Bitte um Unterstützung an die Bankenverbände. Und die haben inzwischen einen neuen Mitarbeiter. Es ist der ehemalige Finanzrichter Ramakas. Statt im Bundesfinanzministerium arbeitet er inzwischen zu Hause. Dort erreicht ihn eine Mail der Bankenverbände. Daraus geht hervor, die Branche überlegt, ihn als freiberuflichen Sachverständigen für eine weitere Mitarbeit im Bundesfinanzministerium zu motivieren. Bezahlen würden ihn die Verbände. Aus Sicht der Branche wäre dies eine sinnvolle Investition. Herr Ramakas habe durch sein positives Wirken bereits gezeigt, dass es die Entscheidungsfindung im Finanzministerium
erheblich beschleunigt. Der Deal kommt zustande. Für ein Jahresgehalt von 80.000 Euro steht Arnold Ramakas jetzt auf der Payroll der Branche. Die Verbände betonen, sie hätten Ramakas nur für Fachaufsätze beauftragt. Doch Ramakas berät auch weiter das Ministerium. Ramakas wurde über Verträge mit den Bankenverbänden von diesen bezahlt. Und weil man ihn aber sehr schätzt im Ministerium, konsultiert man ihn noch. De facto, als Freiwilliger, war er da dabei. So etwas darf überhaupt nicht vorkommen in einer Verwaltung. Wenn jemand Zugang zum Bundesfinanzministerium hat, der dort nicht mitarbeitet, dann habe ich ein Riesenproblem in dem Haus. Wie kann man sich so aufs Glatteis führen lassen? Also eine Doppelrolle wie aus dem besten Agentenfilm. Das kann nicht einfach irgendjemand freiwillig im Ministerium mitarbeiten an geheimen Sachverhalten. Ramakas legt später selbst offen, dass er für beide Seiten gearbeitet habe. Einen Interessenskonflikt sah er offenbar nicht. Er verstirbt 2019. Im Ministerium weiß man damals offenbar nichts von Ramakas Doppelrolle. Man sucht fieberhaft eine neue Regelung, um Cum-Ex zu stoppen. Die Akteure sollen den Behörden künftig schriftlich versichern, dass bei den Geschäften keine Absprachen getroffen wurden. Die Branche ist alarmiert, aber wieder einmal bestens im Bilde. Hanno Berger liegen bereits die Besprechungsprotokolle aus dem Ministerium und sogar die Zusammenfassungen des Inner Circle vor. Der Staat kündigt an, die Cum-Ex-Geschäfte tatsächlich stoppen zu wollen. Berger reagiert. Er schreibt an Politiker und die Branchenverbände, die neue Regelung verstoße gegen geltendes Recht. Er setzt eine ganze Maschinerie in Gang. Und nicht nur er. Ein Verband fordert dringend auch diesmal Ausnahmen. Sogenannte Publikumsfonds sollten unbedingt von der Regelung ausgenommen werden. Über diese Ausnahme gehen dann die Geschäfte weiter, sodass sich wie ein Virus sozusagen mit seinen Mutationen die Cum-Ex-Geschäfte immer wieder angepasst haben, um weiterzugehen. Kurz nachdem der Gesetzgeber dann tatsächlich die neue Regelung samt Ausnahme verabschiedet hat, bekommt Berger die erfreute Nachricht eines Geschäftspartners. Es stünde ja nach wie vor ein Scheunentor offen. Erst 3 Jahre später, 2012, schafft es der Gesetzgeber, Cum-Ex zu beenden. 10 Jahre nach dem ersten Hinweis auf den Steuerraub. Jetzt enden auch für Hanno Berger die lukrativen Geschäfte. Gegen ihn haben die Staatsanwaltschaften Frankfurt und Köln inzwischen Anklage erhoben. Noch gibt es kein Urteil. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Rolle des Bundesfinanzministeriums wird später Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Die Regierungsfraktionen werden zu dem Schluss kommen, die Behörden hätten keine Fehler gemacht. Aber ist der Steuerraub jetzt wirklich vorbei? Brohrhilker ermittelt inzwischen seit 4 Jahren. Sie hat weitere Razzien durchgeführt und neue Kronzeugen vernommen. Vor allem eine Aussage geht ihr nicht aus dem Kopf. Die Branche habe sich längst neue Cum-Ex-Modelle ausgedacht. Dann hat er uns in dem Zeitpunkt mal eine Struktur aufgezeichnet und die war sowas von komplex. Also da wäre man im Leben nicht drauf gekommen. Also sie hatte so 25 Zwischenschritte, das hätte man nicht gesehen, wenn einem das nicht einer erklärt hat. Der perfide Steuerraub geht also weiter. Zu lukrativ der Griff in die Staatskasse. Und die Cum-Ex-Akteure sind den Behörden offenbar immer einen Schritt voraus. Da sitzen ja top ausgebildete Leute, deren Job nichts anderes ist, als sich genau das auszudenken, auf der ganzen Welt. Deswegen wäre es naiv zu denken, ab 2012, als sich bei uns das System geändert hat, wir würden das nicht weitermachen. Wenn ein Modell abgestellt ist, dann überlegt man sich was anderes. Brohrhilker nimmt jetzt auch noch Ermittlungen zu den neuen Modellen auf. Die Staatsanwältin sprengt bei ihrer Jagd gegen Cum-Ex-Verdächtige alle Dimensionen. Sie wird 86 Strafverfahren einleiten und Ermittlungen gegen fast 1000 Beschuldigte weltweit führen. Der Gesetzgeber hatte jahrzehntelang versagt. Nun muss Brohrhilker den Skandal mühsam aufarbeiten. Kann die Justiz zeigen, dass der Staat auch wehrhaft sein kann? Doch wie werden Richter urteilen? War das ursprüngliche Cum-Ex-Modell tatsächlich illegal? Brohrhilkers erster Prozess soll die Entscheidung bringen.
Am Bonner Landgericht beginnt der Musterprozess. Es geht um ein Grundsatzurteil. Die weltweite Finanzbranche beobachtet genau, was hier passiert. Es gab bis dahin noch nicht die strafrechtliche Einordnung. Man musste immer von den vermeintlich illegalen Geschäften reden und konnte nicht klar sagen, das ist auch von deutschen Gerichten als kriminell entschieden worden. Und insofern war dieser erste Prozess am Landgericht Bonn ganz entscheidend. Das war schon ein großer Aufruhr, aber es war nicht personenbezogen. Es war nicht der Prozess gegen die beiden Angeklagten, sondern es ging so um das System Cum-Ex. Das war die Besonderheit. Im ersten Cum-Ex-Prozess stehen zunächst zwei von Brohilkers Kronzeugen vor Gericht. Von ihren Aussagen hängt alles ab. Zunächst mal stand die Entscheidung an, würde er auch im Prozess öffentlich aussagen. Das hätte er nicht gemusst. Brohilker hat keine Mittel in der Hand, die Kronzeugen zur Aussage zu zwingen. Und sie will ihnen auch keinen Deal anbieten. Cum-Ex soll bestraft werden. Vor dem Hintergrund, dass ich anklage, war dann auch klar, dass ich denen keinen Ausgang des Verfahrens prognostizieren kann, weil ich keinen blassen Schimmer habe, wie das Landgericht das sah. 7 Monate wird verhandelt. Beide Kronzeugen erhalten Bewährungsstrafen. Einer von ihnen muss 14 Millionen Euro zurückzahlen. Das Urteil. Es ist eindeutig. Cum-Ex ist illegal. Hier war schon so, dass mir die Bedeutung des ersten Urteils schon sehr bewusst ist und ich auch sehr erleichtert war, dass die Kammer da in den wesentlichen Punkten eben auch unserer Argumentation gefolgt ist. Nicht auf den Einzelfall nur bezogen, sondern dass das eben nur ein Urteil ist von ganz vielen, die dann noch kommen. Der Bundesgerichtshof prüft Teile des Urteils noch. Doch schon jetzt ist es ein Meilenstein. Aber der Prozess ist kein echtes Happy End, nicht für Brohilker. Eine Zeugenaussage hat sie nicht losgelassen. Es ist der 16. Verhandlungstag. Im Zeugenstand wird der Referatsleiter der obersten Steuerbehörde befragt. Man kommt auf die Cum-Ex-Regelung von 2009 zu sprechen. Der Behörde musste schriftlich bescheinigt werden, dass es bei Cum-Ex-Geschäften keine Absprachen gab. Der Referatsleiter macht eine verblüffende Aussage. Und als ich den Zeugen dann so fragte, wie viele Bescheinigungen gab es denn, kam er für mich völlig überraschend auf die Zahl 566. 566 Fälle. Die Behörde hatte also die ganze Zeit Bescheinigungen von 566 potenziellen Cum-Ex-Betrügereien seit 2009, ohne der Staatsanwaltschaft ein Wort zu sagen. Die musste jeden einzelnen Fall mühsam selbst herausfinden. Es gab sogar noch völlig unbekannte Fälle auf der Liste. Und als ich dann gefragt habe, was haben Sie damit gemacht, hat er gesagt, fast schon wie in seinem Sketch, das haben wir abgelocht und haben es dann ans Ministerium geschickt. Wir haben es uns überhaupt nicht angeguckt. Also ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben. Es ist in einer jahrelangen Zusammenarbeit nicht zur Sprache gekommen, dass es diese Liste gibt. Ich kann Ihnen das auch nicht erklären, warum diese Liste abgeheftet worden ist. Das ist skandalös und das zeigt, dass bei der strafrechtlichen Aufarbeitung erneut der Staat teilweise versagt, weil die Behörden zumindest in einzelnen Teilen auf der falschen Seite unterwegs sind. Kämpft Brohilker jetzt an zwei Fronten? Muss sie nicht nur gegen mutmaßliche Cum-Ex-Täter ermitteln, sondern auch gegen Behörden? Es gibt noch einen weiteren Fall, der Brohilker aufhorchen lässt. Es geht um die mächtigste Finanzaufsichtsbehörde Deutschlands. Der Fall spielt im Jahr 2006. Bei Erik Smit in Amsterdam. Dem investigativen Journalisten wird schon damals ein detaillierter Bericht über ein Cum-Ex-Geschäft zugespielt. Aus dem Innern einer holländischen Bank. Das streng vertrauliche Papier hat es in sich. Darin wird detailliert beschrieben, wie Cum-Ex funktioniert. Zwei Banken machen gemeinsame Sache, um den deutschen Staat zu betrügen. Beteiligt an diesem Cum-Ex-Geschäft ausgerechnet eine deutsche Landesbank, die WestLB. Es geht um enorme Summen, deutsches Steuergeld. Smit veröffentlicht den Skandal in einem Artikel. Was der Journalist damals nicht weiß, nach Recherchen von WDR, NDR und SZ,
gelangte dieser geheime Bericht auch zur BaFin, der obersten deutschen Aufsichtsbehörde für das Finanzwesen. Offenbar ließ ein Whistleblower der BaFin den gleichen detaillierten Bericht über den Steuerraub mit Cum-Ex zukommen. Schon im Mai 2007. Aber die BaFin wendet sich ausgerechnet direkt an einen der mutmaßlichen Täter, die WestLB. Die Bank wiegelt ab. Für die BaFin ist der Fall damit offenbar erledigt. Der geheime Bericht verschwindet in der Schublade der Behörde. Dort bleibt er unter Verschluss. Mehr als 10 Jahre. Hallo Bankräuber, hast du denn hier Geld geklaut? Und dann sagt der Bankräuber, nein, habe ich nicht. Und dann sagt die BaFin, vielen Dank, dann gehen wir wieder, tschüss. Das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie Vorwürfe über schwerste Straftaten untersucht werden sollten. Wenn einem die genaue Beschreibung eines riesigen Verbrechens vorliegt und man nichts unternimmt, außer die Sache über Jahre geheim zu halten, dann ist das ein riesiges Versagen, ein Totalausfall. Die BaFin erklärt heute, sie war zur Verschwiegenheit verpflichtet und habe nichts an Strafverfolger weitergeben dürfen. Die Staatsanwaltschaft Köln widerspricht vehement. Wenn es um Straftaten geht, dann meine ich, ist ganz glasklar, dass man diese natürlich weiterleiten muss, die Informationen. Bereits 2007 hätte also ermittelt werden können, sogar müssen. Noch bevor der ganz große Cum-Ex-Boom losging und der Steuerraub so richtig florierte. Brohilkers jahrelange Ermittlungen hätte es nicht gebraucht und Steuergelder hätten gerettet werden können. Der Schaden wird auf mehr als 10 Milliarden geschätzt. Der deutsche Staat und seine Behörden haben es nicht verhindert. Für jeden, der ehrlich seine Steuern zahlt, ist Cum-Ex natürlich ein Schlag ins Gesicht. Wenn aber dieses Steuergeld dann nicht für die öffentlichen Güter eingesetzt wird, sondern manche, die sowieso schon super gut verdienen, es schaffen, Millionen für sich davon abzuzweigen und sich dann im Extremfall noch eine Yacht davon zu kaufen, wie soll ich dann dem Bürger in Deutschland auch vermitteln, dass er Steuern zahlen soll? Kann ich den staatlichen Institutionen eigentlich noch vertrauen, wenn, ich sag mal, jeder kleine Handwerker da jede Rechnung umgedreht wird, aber bei einem solchen Millionenbetrug guckt der Staat weg? Staatsanwältin Brohilker jedenfalls wird misstrauischer. Denn sie stößt bei ihren Ermittlungen plötzlich auch auf eine unheilvolle Nähe zwischen der milliardenschweren Industrie und der Politik. Die Warburg Bank im Zentrum von Hamburg. Weil sie Cum-Ex-Geschäfte in großem Umfang betrieben hat, kündigt ihr das Finanzamt 2016 an, 47 Millionen Euro an Cum-Ex-Gewinnen von der Bank zurückzufordern. Doch dann geschieht etwas Sonderbares. Nach einigem Hin und Her ändert das Finanzamt seine Meinung. Warburg könne nun doch die Cum-Ex-Gewinne behalten. Haben Kontakte des Bankenchefs Christian Olearius damit zu tun? Wir waren ja schon mal vorher mit dem Durchsuchungsbeschluss in dem gleichen Institut. Dann haben wir eben weiter ermittelt. Es ergaben sich weitere Anhaltspunkte für Straftaten. Brohilker lässt das Anwesen von Olearius durchsuchen. Hier stößt sie auf hochbrisantes Material, das den Ermittlungen eine völlig neue Wende gibt. Es sind die Tagebücher des Bankiers. Ich war jetzt auch nicht überrascht, dass wir da solche Tagebücher vorgefunden haben und auf Eintragungen stoßen, in denen nicht nur private Dinge stehen. Die haben wir dann eben auch danach durchgeschaut, wo hier die berufliche Sphäre oder ob die überhaupt betroffen ist. Ja, war sie. Und nur diesen Bereich haben wir dann auch für uns genutzt. Die Auswertung der Tagebücher fördert explosive Details zutage. Haarklein hält Bankier Olearius fest, wie er versucht, die Rückzahlungen aus den aus seiner Sicht legalen Cum-Ex-Geschäften an das Finanzamt zu verhindern. Er beschreibt Treffen zwischen ihm und Hamburger Politikern, darunter der damalige Bürgermeister Olaf Scholz. In jedem Falle schien die Erwartungshaltung bei der Warburg Bank da gewesen zu sein, dass man beim Bürgermeister ins Büro spaziert und dann, so hat es ein Rechtsvertreter der Warburg Bank formuliert, löst sich die Steuerforderung in weiße Wölkchen auf. Vom Ergebnis her sehe ich eben, dass am Ende das Finanzamt
seine vorherige Rechtsauffassung um 180 Grad gedreht hat. Und die Frage, woher kommt denn das, wenn nicht aus diesen politischen Gesprächen, die muss dann irgendwie ja auch beantwortet werden. Es ist nicht meine Aufgabe, die politische Aspekte zu kommentieren. Wir sind Strafverfolger und nur das ist Gegenstand jetzt unseres Interesses. Da kann ich zu dem Stand der Ermittlungen nichts sagen. Borhilkers Ermittlungen richten sich nicht gegen den heutigen Finanzminister Olaf Scholz. Gegen ihn liegen keine Verdachtsmomente vor. Er und alle anderen involvierten Politiker bestreiten eine Einflussnahme, ebenso wie das zuständige Finanzamt. Die Warburg Bank hat mittlerweile alle Cum-Ex-Gelder zurückgezahlt, aber dagegen geklagt. Ein Untersuchungsausschuss der hamburgischen Bürgerschaft soll jetzt aufklären. Im Zuge ihrer Ermittlungen wollte Borhilker sogar die Hamburger Finanzbehörde durchsuchen. Doch die Maßnahme war in ihrer eigenen Behörde umstritten und wurde gestoppt. Borhilker wird noch Jahrzehnte brauchen, um ihre Ermittlungen abzuschließen. Ermittlungen, die schon jetzt jeden Rahmen sprengen. Der Cum-Ex-Skandal, so zeigt sich, ist noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, die wirkliche Aufarbeitung dieser Affäre hat soeben erst begonnen. Immer deutlicher wird eine nicht gekannte Dimension. Was dort passiert, ist organisierte Kriminalität. Die unterscheidet sich vom Kriminalitätsgehalt in nichts von Rauschgiftbanden, Clankriminalität, Sprengungen von Geldautomaten. Das ist alles derselbe kriminelle Gehalt. Es ist nur eine andere Art der Tat. Und deswegen ist es hilfreich, sich mal klarzumachen, das sind über 1000 Beschuldigte, die über viele Jahre hinweg unseren Staat ausgeplündert haben. Das müssen wir endlich mal so ernst nehmen, wie wir auch sonst organisierte Kriminalität ernst nehmen. Wenn wir da irgendwo auf Stand sein wollten, dann müssten wir uns wahrscheinlich ähnlicher Mechanismen bedienen, wie man das irgendwie so in einer Hacker-Szene macht. Ja? Wir müssten Insider haben, die uns da dauerhaft irgendwie auf Stand halten. Weil wie soll man denn da auch immer auf diese Ideen kommen? Wir haben noch gar nicht die Kapazitäten als Staat, uns solche kriminellen Sachen unterbrochen auszudenken. Dann müssten wir absolut auf deren Niveau sein. Es ist Borhilkers Hartnäckigkeit zu verdanken, dass sich die Finanzelite verantworten muss. Die Staatsanwältin hat mit einer scheinbar gängigen Praxis gebrochen, dass man sich von Finanzkriminalität in Deutschland mit Bußgeldern freikaufen kann. Ein wichtiger Schritt, der zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert. Es geht ja nicht einfach nur um einen Finanzskandal, sondern es geht ja auch um ein Grundproblem in einer Demokratie, dass wir offenbar nicht alle gleich sind, weil bestimmte Persönlichkeiten, bestimmte Institutionen trotz des Begehens von Straftaten denken, sie können ungeschoren davonkommen. Und deswegen geht es hier nicht nur um Finanzen, es geht nicht nur um Cum-Ex, sondern es geht um die Demokratie. Eine Finanzbranche außer Kontrolle bedroht das Fundament des Staates, das Vertrauen seiner Bürger. Es geht um viel.